Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Von Dividendenstreichungen scheinen die meisten Aktionäre trotz Corona verschont zu bleiben. Dennoch sind auch hier die Einschnitte spürbar. Wie es wirklich um die Ausschüttungen steht und was das für die weitere Entwicklung des DAX bedeuten kann, das besprechen wir heute mit dem Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, hallo Herr Hürkamp. Hallo Herr Kesselhut. Ja, blicken wir zunächst auf die Dividendenrendite. Wo liegt diese aktuell? Also dafür habe ich jetzt mal eine Entwicklung mitgebracht der letzten 30 Jahre. Was bekommt man als Dividendenrendite für den DAX? Aktuelles Niveau ist ungefähr 3,5%. Und so im historischen Vergleich, es gab mal Zeiten, da hat man sogar unter 2% bekommen. In Krisenzeiten ist es durchaus auch mal möglich, 4 bis 5% zu bekommen. Also im historischen Vergleich ist das ein neutrales Niveau, würde ich sagen. Aber es ist ein Grund, weswegen der Aktienmarkt doch relativ stabil ist die letzte Zeit. Wie verhält sich das dann im Vergleich mit anderen Anlageklassen? Also hier wird es dann richtig spannend. Also hier mal dargestellt jetzt für die letzten 20 Jahre, wie ist die Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Assetklassen. Ich habe hier mal die graue Linie Festgeld. Das ist wahrscheinlich das, was die Zuschauer am stärksten kennen. Hier gab es ja so mal 2000 oder 2007. Da gab es Festgeldrenditen von 5%, relativ risikolos. Das ist dann ja leider Richtung 0% oder sogar unter 0% Rendite gefallen. Die Profi-Investoren haben damals dann umgeschichtet. Sie sind dann in die Assetklasse Unternehmensanleihen gegangen. Also man leiht sozusagen den Unternehmen das Geld. Hier gab es mal Renditen so zwischen 6%, zwischen 4 und 6%. Aber auch hier waren wir Richtung 0% gefallen. Zuletzt ging es ein bisschen hoch, weil natürlich Corona-Krise, die Investoren sind so ein bisschen unsicher, ob die Unternehmen tatsächlich dann auch die Schulden zurückzahlen werden. Aber trotzdem, das Niveau ist immer noch unter 2%. Und hier mal die rote Linie dargestellt. Die DAX-Dividendenrendite liegt natürlich deutlich über diesen Renditen, 3,5% Rendite. Für mich ist das so neben dieser expansiven Geldpolitik so der zweite ganz entscheidende Grund, weswegen sich die Asset-Klasse-Aktie dann doch relativ schnell jetzt wieder von dieser ganzen Corona-Krise dann erholt hat. Das sind ja recht starke Argumente für Aktien. Allerdings, wie sieht es mit den Dividenden aus? Was macht Corona mit den Dividenden? Wie sind die Erwartungen für die kommenden Jahre? Und hier kommt, Herr Kesselhut, das Problem der Aktien. Die Festgeldanlage ist ja relativ sicher, also fast 100%, dass man das Geld zurückbekommt. Unternehmensanleihen kann man schon sagen, ja, manche Unternehmen bedienen die Anleihen schließlich nicht. Bei den Dividenden haben sie halt eine sehr, sehr hohe Schwankung bei den Ausschüttungen. Ich habe mir mal so dargestellt, die letzten 20 Jahre, was haben so die DAX-Unternehmen an Dividendensumme ausgeschüttet. Und man kann ganz gut sehen, wenn der Konjunkturmotor läuft, dann steigt die Dividendensumme stetig. Aber in Rezessionsphasen fällt halt die Dividendensumme relativ stark. Und das Problem ist natürlich, genau in diesen Phasen haben sie auch relativ starke Kursverluste, die natürlich ihre Dividende dann mehr als kaputt machen. Jetzt war es so, das war relativ träge Entwicklung zunächst, aber jetzt zum Ende des Zyklus relativ starke Dividenden. Spitzenjahrgang war das Geschäftsjahr 2018. Wir hatten 38 Milliarden Euro Dividenden im DAX. Aber jetzt dieses Jahr schon ein Rückgang von 4 Milliarden Euro. Also schlussendlich. Und diese Dividendenrendite, mit dieser Dividendensumme ist immer noch unsicher. Weil beispielsweise ist es immer noch unsicher, ob die Autounternehmen tatsächlich diese angekündigten Dividenden zahlen werden. Und wann wird das feststehen und wie groß wäre der Einfluss, wenn die Dividenden hier nicht kommen würden? Also im Autosektor stehen noch ungefähr 4 Milliarden Euro Dividenden aus. Mhm. Und das wird jetzt wahrscheinlich dann im Juni, Juli entschieden, ob die Zahlen ausgeschüttet werden. Man sieht ja 4 Milliarden von 34 Milliarden. Das könnte halt noch mal weiter runtergehen. Und das Negative ist halt auch für das laufende Geschäftsjahr, wir erwarten halt einen weiteren Rückgang der Dividendensumme. Sie wird noch mal weiterfallen auf 32 Milliarden Euro. Also Sie haben wirklich das Problem, Sie haben diese fallende Gewinnerwartung derzeit und Sie haben halt auch fallende Dividendenerwartungen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Gegenwind, weswegen halt am Aktienmarkt die Bäume dann nicht in den Himmel wachsen werden in den nächsten Monaten. Nun ist der DAX ja auch schon eine ganze Weile gelaufen. Was ist Ihre Erwartung konkret für die nächsten Monate? Also ich habe hier den DAX nochmal mitgebracht der letzten 5 Jahre. Dieser fürchterliche Einbruch, fast 6000 Indexpunkte innerhalb von 4, 5 Wochen aufgrund dieser Corona-Krise. Dann diese relativ schnelle Erholung, ja aufgrund dadurch, dass jetzt auch der Lockdown so langsam ausläuft. Aber ich bleibe dabei, so Niveaus 11.500, ja vielleicht 12.000, weil ja die Lockdowns doch jetzt schneller zurückgedreht werden als erwartet. Aber da, ich denke, dafür sind diese fallenden Dividenden- und Unternehmensgewinnerwartungen, die sind einfach eine Bremse für den DAX. Ich glaube nicht, dass der DAX da nachhaltig hinaussteigen kann. Und in aller Kürze, bei welchem Niveau sehen Sie Nachkaufgelegenheit? Also ich bin weiterhin der Meinung, so zwischen 9.000 und 10.000 Indexpunkte, diese Niveaus werden wir im Herbst noch mal sehen. Da würde ich Dividendenaktien noch mal nachkaufen. Vielen Dank, Herr Hürkamp, für diese Einschätzung. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie möchten, sehen wir uns gerne in der kommenden Woche wieder. Dann mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Ich wünsche noch alles Gute bis dahin. Auf Wiedersehen.